Moin Mädels und herzlich willkommen. Moin Jungs und herzlich willkommen. Root Simulator 4, das ist das neue GTA. Ehre in den La 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 la. Herzlich willkommen zum... Nee. Wir machen jetzt erstmal Werbung. Moin Mädels. Moin Jungs. Ihr habt es vielleicht in den letzten Monaten ab und zu mal mitbekommen, ich habe Werbung gemacht für den Lawnmower 4.0. Hier. Das leuchtet. Ja, auf jeden Fall ist der für eine Down-Under-Region gedacht. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, euch woanders damit zu rasieren. Zum Beispiel im Gesicht oder die Arme oder weiß der Geier auf dem Kopf. Könnt ihr alle rasieren, wie ihr wollt, ne? Aber es ist auch für da unten gedacht. Ich sag's, wie es ist. Ich selber benutze das Gerät jetzt schon seit einem Vierteljahr und ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden. Das Ding ist wasserdicht und das macht, was es soll. Außerdem werden in dem 4.0-Package noch andere Sachen mit dir liefert. Zum Beispiel hier so ein schönes kleines Etui. Da steht sogar... Da steht sogar Manscaped drauf. Da ist zum Beispiel eine Nagelschere drin, ne? Oder hier so ein Ding. Naja, und falls ihr euch das einfach mal angucken wollt, schaut gerne in die Beschreibung. Da gibt es einen Link und mit dem Code Kalle spart ihr sogar nochmal ordentlich ein Stück, ne? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video und beim Rasieren. Hallo und herzlich willkommen zu GTA 6. Da oben steht's. GTA 6. Papa, du kannst echt nicht lesen? Mach's in der Post, Alex. So, ne? Ich weiß nicht, warum ich mir sowas immer wieder antue. Das hört nicht auf. Er hört nicht auf, Geräusche zu machen. Das Erste, was ich mache, ist dieses dreckige Rexhuhn töten, bevor wir hier GTA San Andreas spielen. Have a wash? Ich will, dass die Mucke aus ist. Es geht nur Sound. Es gibt nur nervige Mucke mit drin haben oder kein Sound. Ja, herzlich willkommen zur GTA 3 Trilogy Definitive Edition. Oder auch bezeichnet als GTA 6. Oder auch bezeichnet als Assassin's Creed Wal Ahmed. Oder Assassin's Creed Leck mir doch die Puperze. Oder habt ihr das Spiel auf Steam gesehen? Das heißt, ich habe jetzt hier verschiedene Aufgaben. Have a wash, prepare dinner, have dinner, buy flowers, meet the girl. Oh! A Wiener Schnitzel. Wir mieten sie. Und ich kann immer vorziehen. Ja, gut. Wann ist denn das? Mein Gott, wann kann ich mich denn nicht waschen? Too little water. Junge, das Ding ist voll. Wie viel Water braucht er zum Waschen? Och, Mann, ey. Warte, mir stehen hier hinten ein bisschen Haare auf. Ab. Ah, jetzt bin ich drin. Waschi, 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 auch in der kleinen Taschi. Ich meine damit mein Sack, jawohl, mein Hodensack. Schön rubbelwubbel und waschi, waschi, toll. Dann ist das ganze Bad mit voll. Gut. Have a wash, haben wir. Prepare dinner. Integrationsherd? Ist das so ein Integrationsherd? Induktion. Schön drauf gefurzt, Digga. Da ist jemand. Kann ich ihn schlagen? Hey, Dude, ich kann mit dem reden. Follow me, stay here. Follow me. Der hat mich... Hey! Ach, ich hab hier eine Hand. Ich kann Backpfeifen verteilen. Ich hab Hühner! Geil. Schön laut. Mann, hier ist schon wieder eine Dreckschule. Done. I had dinner. Buy flowers, meet the girl. Ey. Oh, lol. Was habt ihr denn gemacht? Ich spuck euch alle an. Piss. Oh nein, der will aufs Maul. Komm her. Aha! So! Ah! Ich hab ihn umgehauen! Das Geld freigelassen! Alter, 15 Dollar! Ich hab einen Stern. Was ist ein Stern? Fuck. Wie ist er? Fuck.
Fuck. This is police. Oh, lol. Hands up. Ich zeig dir meinen Cock. Kann ich hier mit dem Auto fahren? Oh mein Gott! Ich bin gut, dass die Sounds nicht laut sind von dem Spiel. Man kann sich gut unterhalten, nicht wahr? Oh! Die leben noch? Flowers! Alter, ist das ein geiler Flowerladen, Junge. Da kommen richtig die Blümchen raus. Ehre in den... Oh. $10. Ich tausche den Cock. Okay, der, ja. Hallo? Danke. Ja, damit haben wir unsere $10 bekommen, nicht wahr? So, ich hol mir die Flowers. Ey, jetzt habe ich zweimal Blümchen gekauft. Meet the Girl, wo ist denn das Girl? Junge, das ist so eine dumme Scheiße. Das ist doch bestimmt das Haus vom Girl, oder? Das sieht nach einem Girl-Haus aus. Bist du hier? Ich kann hier so einfach reingehen, Digga. Wo ist denn das Girl? Ja, GTA 6, Leute. Ist ein geiles Game. Da hinten ist auch die große Stadt mit den Türmchen, ne? Aber wo wohnt das Girl? So, dem habe ich jetzt gesagt, er soll mir folgen. Gut, ich sage jetzt einfach allen, die sollen mir folgen. Folgt mir auch auf YouTube, ne? Und auf Twitter und auf Instagram. Alex, jetzt schön alles einblenden hier. Ich bin mal Mühe heute. Ne? Es wird mir ja nicht gesagt, wo das Drecksgirl ist. Also, nicht Drecksgirl, sondern schnellst raus. Ah, nee. Bam, 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 bam. Oh, hier ist die Police Station. Kann ich Police klauen? Ich suche wirklich niemanden. Gut. Aber warte mal, Girl. Warte mal, das Girl sagt, hey. Ich sag, guck mal, ihr. Ich sag, hey. Das Girl sagt, hey. Let's meet tonight. Sag ich. Und dann sagt Girl, let's. Let's! It's a car park near the factory. Now we wissen where we letzen. Ich suche Girl. Mein Name ist Kalle und ich suche Girl. Ehre in das Girl. Yeah, yeah. Oh! Was ist jetzt los? Oh! Au! Hab ich geone-shottet? Das war gar kein Girl. Die haben mich gefangen genommen. Alter, heftige Story. Mir alles weggenommen. Sogar meine Cocks. Mir wurde mein Cock entfernt. Mayday, Mayday. Ich habe keinen Cock mehr. Oh. Cock number one. Der pisst aus dem Fenster. Ich sage, okay, jetzt kommt meine krasse Synchronization-Stimme. Hey. Und der Dude sagt, hey. Why are you here? I've been kidnapped. Oh, er ist auf meiner Seite. Ich bin ja Batman, das wissen wir alle. Ne? Mittlerweile sollte es klar geworden sein. Me too. L-M-A-O. 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 Kannst du mein Gesicht zu den Buchstaben formen? Ich muss jetzt ja meinen Cutter hier auch mal ein bisschen fordern an der Stelle, nicht wahr? Also ich hätte jetzt gerne meinen Kopf als ein L, als ein M, als ein A und als ein O. Hat er es hinbekommen? Schreibt es in die Kommentare. Junge, aber warum pisst denn der Dude aus dem Fenster? Also erstmal wollte ich mich mit einem Girl treffen. Ja, dann habe ich schön erstmal ein paar Leichen auf dem Teppich gefunden und denen die Kohle abgeknüpft. Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Ich habe gar nichts mehr. Gar kein Geld. Junge, das ist für ein trashiger Trash. Ein geiles Game, muss ich sagen. Also... Ich wurde richtig heftig reingekackt. Mr. Hanky und seine Familie machen einen Ausflug. Okay, aber kann ich einfach rausgehen? Block outside. Muss ich jetzt hier in die Scheiße greifen? Also hier ist ein komplett zugeschissenes Klo ohne Spülung. Hier ist ein Garagentor, was ich nicht aufbekomme. Habe ich hier eine Flosch? Ja gut. Ich weiß jetzt nicht, was hier der... hier ist eine Glock. Ohne Cock, aber mit Glock. Komme ich denn hier raus? Escape ist mein Task. Hier brauche ich einen Schlüssel. Was passiert, wenn ich ins Klo piss? Ich treffe nicht. Dann muss ich es in so einem hohen Strahl machen. Ja, mein Cutter freut sich auch schon wieder über die Aufnahme, muss ich sagen. Was ist denn hier der Sinn dahinter? Wenn das hier nicht alles so scheißen dunkel wäre. Hier ist die einzige scheiß Lampe in dem Laden. Also er wird auch nicht geslappt werden. Wo ist der scheiß Schlüssel, Mann? Hier kann ich auch nichts angucken. Ach du Scheiße. Mann, ich will jetzt hier raus. Ich suche jetzt... Warte mal, Community Hub anzeigen. 39 cents I have ever spent, 10 for 10 would buy again. I got kidnapped, me too, LMAO. Ich will nicht den scheiß CD-Key. Where is he? How to escape the house? After you spawn in the house, get on his hands and find the toilet. After you find the toilet, remove all of the, out of the, after you find the toilet, remove all of the, out of it, by holding mouse one and dragging out the toilet and you will find a key. Also doch im Klo. Oh, man kann die Scheiße in der Hand nehmen. Ja, nice. Da ist der Key. I got the key. Geil. Und jetzt rufen wir 911 an. Ja, Genau, komm mal vorbei, ich wurde gekidnappt, Digga. Also ich hab den jetzt so angerufen. Ist da nur das Telefon drin?
Ja, jetzt komm mal vorbei, du Arschgeburt! Mann, wieso rülpst du denn nur? Pick up the phone and have a very serious discussion with the police. Ja gut, aber wo ist denn die Tacharia hier? Ehre in den Röff. Jetzt komm doch mal vorbei. Alles, worauf ich warte, ist die Polizei. Also lass mich raus und krau mein linkes Ei. Da ist ja die Police und es ist jetzt vorbei. Ich hau mit eurer Karre ab, ihr kleinen Wichser. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich fahre immer weiter. Falls ihr mehr von GTA 6 wollt, schreibt's in die Comments. Euer Kaleko Scheiße. So ein dummes Drecksgame, ey.